Ja, Wintersport ist wieder in und auch die Ausrüstung dafür wird immer funktioneller. Was es an neuen Trends von Bekleidung bis zur Skiausrüstung gibt, sah man schon auf der internationalen Sportartikelmesse in München, die man unter dem Kürzel ISPO kennt. Die Sportartikelbranche hat die Wirtschaftskrise der letzten Jahre überraschend gut überstanden. Das sah man auf der diesjährigen internationalen Sportartikelmesse, genannt ISPO, deutlich. Nicht nur, dass wieder ein neuer Höchststand an Ausstellern und Fachbesuchern erreicht wurde, sondern auch echte Innovationen waren vor Ort. Da gab es beispielsweise eine neue Skitechnologie, wo kinetische Energie vom Ski an den Läufer abgegeben wird. Gegen kalte Hände beim Wintersport wurde der beheizbare Handschuh erfunden. Und Eislaufen ist wieder etwas modischer und bequemer geworden, wenn man die neue Generation von Schlittschuhen betrachtet. Natürlich spielte auch die Bekleidung auf dieser Messe eine große Rolle. Neue Farben und Materialien ermöglichen eine weit bessere Wärmedämmung als bisher. Damit hat der dicke Skipullover unter dem Anorak wohl ausgedient. Große Marken waren mit neuen Produktlinien vor Ort. Also die Produktlinie heißt Performance Line. Die wichtigsten Kriterien bei dem Produkt sind erstens einmal die Materialien mit einer 20.000 mm Wassersäule und einem Vier-Wege-Stretch-Material. Sehr wichtig, die Zips sind verarbeitet mit Lasercut und vorwiegend, was ganz, ganz wichtig ist für die Optik, neue Farben. In Lime, in einem schönen Blau, in schönen, frischen, fröhlichen Farben. Mit welchen Funktionen kann die neue Skibekleidung aufwarten? Die Funktion der neuen Materialien ist folgendes, und zwar ein hochwertiges, atmungsaktives Material. Die gesamten Jacken sind vollständig verschweißt, nicht nur die Hauptnähte, sondern alle Nähte, was sehr, sehr wichtig ist, und mit speziellen technischen Features versehen. Angenehme Farben und Materialien sollen den Wintersportlern den Urlaub angenehmer machen. Man soll sich leicht fühlen und trotzdem gut eingepackt sein. Natürlich will die Konkurrenz da mithalten. Auch hier kommen Innovationen in Material und Verarbeitung auf den Markt. Der Trend geht dabei zu hochwertigen Materialien, die besondere Eigenschaften aufweisen. MySports kommt für nächstes Jahr mit einer neuen Linie auf den Markt, die nennt sich MPD Dynamics. Bei MPD Dynamics handelt es sich um eine High-End-Sportlinie. Das ist unsere Top-Linie für den Markt Österreich oder auch für international. Bei MPD Dynamics handelt es sich um Skibekleidung oder Sportbekleidung, die von der Funktion als auch von der Trageeigenschaft im High-End-Bereich angesiedelt ist. Das ist Ware, die 100% elastisch ist, wo auch die Fütterung elastisch ist, die die beste Bewegungsfreiheit ermöglicht im Sport. Die natürlich sämtliche Funktionen wie Wasserdichtheit, hohe Wassersäulen im besten Bereich vereinigt. Solch hohe Qualitätsnormen können nur mit besonderen Produktionsverfahren erreicht werden. Neu ist auch an dieser Linie ist es eine Ultrasonik-Verarbeitung. Das ist folgendermaßen: Ultrasonik ist eine ganz neue Technik, wo keine bekannte Naht zu Einsatz kommt, wie es in der Vergangenheit ist, also dass die Sportbegleitung genäht wurde, sondern dieses Ultrasonik wird in ein Heißklebeverfahren geklebt. Es kommt kein Garn, kein Zwirn mehr zum Einsatz. Die Nähte sind auch 100%ig elastisch und ermöglichen hiermit wirklich einen optimalen Bewegungsfreiheit für den Sport. Von der Bekleidung nun zu den Skischuhen. Da spricht ein heimischer Skifabrikant von einer Innovation, die es in diesem Bereich noch nie gab. Dem klassischen Vierschnaller wird nun mit einem neuen Verfahren zu einer bisher nie dagewesenen Passform verholfen. Wir haben eine komplette Skischuhrevolution mit Vacuumfit erfunden. Es ist so, dass wir Maßskischuhe in sehr einfachen Prozessen machen können. Es funktioniert so, dass die Schale aufgeheizt wird und sehr, sehr weich wird. Und dann kann man die Schale praktisch mit diesem patentierten Gerät über den Fuß formen. Das heißt, die Skischuhschale nimmt exakt jene Form an wie der Fuß unseres Kunden. Bei diesem Verfahren wird die Fersenfixierung und das Canting mitgeformt. Auch die Wärmedämmung ist besonders gut ausgefallen. Welchen Vorteil bringt das dem Skifahrer?
Der größte Vorteil des Schuhs ist sicher, dass die Passform perfekt ist. Und durch diese perfekte Passform kann man sich dann aufs Skifahren konzentrieren, auf das Wesentliche. Die Schale ist sehr, sehr eng am Fuß, ohne zu drücken, und dadurch erreicht man eine maximale Performance. Aber der größte Nutzen für den Kunden ist sicher die ausgezeichnete Passform, die wir erreichen. Kommen wir noch einmal zum Bekleidungsbereich zurück. Im weltweiten Konkurrenzkampf treten immer neue Erzeuger auf. Beispielsweise aus Tschechien, wo sich der Firmensitz dieses Unternehmens befindet. Da werden immer neue Modelle von Alpinkleidung entworfen und produziert. Auch hier gibt es ein neues Top-Produkt. Ich meine, dass die beliebteste und die stärkste Produkt kann man nennen Guide. Das ist Jacke entwickelt in Zusammenarbeit mit wirklich professionellen Bergführern. Andere, unsere, sagen wir, Formule ist Summit Jacke zum Beispiel. Die haben wir auch entwickelt in großem Entwicklungsprojekt mit Skitrap, Skiproducer. Und das ist wirklich echt kombinierte, funktionale, hochtechnische Jacke für alle anspruchsvolle Aktivitäten in Bergen. Natürlich versucht man auch in den alten EU-Ländern Fuß zu fassen, unter anderem auch in Österreich, wo es bereits ein Vertriebsnetz gibt. Ja, eigentlich so wie in Deutschland, nur im besten Bergsport- und Outdoor-Fachhandel. Es wäre unser Ziel, wenn wir von Österreich sprechen, nur in 20 bis 30 Läden vertreten zu sein. Das wäre unser Ziel praktisch. Im Moment sind wir bei 16 Fachgeschäften. Und wir hoffen, dass wir die nächste Stufe noch in Kürze erreichen werden. Zur Winterbekleidung gehört natürlich auch die richtige Kopfbedeckung. Aber was muss heute eine gute Haube können, um Marktchancen zu haben? Also sie muss in erster Linie natürlich wärmen, Wind abhalten, zum Beispiel mit gute Windstopper, und natürlich zu guter Letzt gut ausschauen. Solche Hauben produziert ein schwedischer Hersteller, der seit 1896 in diesem Bereich tätig ist und auch in Schweden produziert. Welche Argumente sprechen für dieses europäische Produkt? Zettila ist ein schwedisches Produkt, wird auch in dem Ort Zettila gefertigt und hat die Eigenheiten von der Qualität sehr, sehr hochwertig. Es werden zum Beispiel Windstopper von Gore verwendet. Natürlich finden Damen in einem breiten Sortiment immer das Richtige. Denn probieren geht über studieren. Und was ist in der nächsten Saison bei den Hauben angesagt? Also wie letztes Jahr sind es wieder die Schlumpfmützen, immer noch Trend. Und Bombermützen sind absolut aktuell. Und von den Farben bleibt es weiter knallbunt, kräftige Farben ist angesagt. Die Aufbruchstimmung auf der heurigen ISPO bewiesen auch zahlreiche auffällige Werbeträger, die um die Aufmerksamkeit der Fachbesucher buhlten. Selbst Unternehmen, denen man den Bezug zur Sportartikelbranche nicht auf den ersten Blick ansieht, traten bei dieser Messe auf. Welche Art von spezieller drucktechnischer Dienstleistung wird da angeboten? Bata-Transfers werden im Siebdruckverfahren hergestellt. Das ist einfach ein Schichtaufbau von Lacken, Farben und Adhesiven. Das druckt man auf einem Papier- oder Folienträger. Und dann gibt es also unterschiedliche chemische Rezepturen. Und ich kann das entweder anreiben, dieses Bild, auf eine Oberfläche oder maschinell mit Hitze und Druck übertragen. Und während dieses Übertragungsvorganges löst sich der Bildfilm vom Träger und geht eine permanente Verbindung mit dem Untergrundmaterial ein, also mit den Materialien, die der Kunde uns zur Verfügung stellt. Wo kommt dieses Druckverfahren, mit dem beispielsweise T-Shirts bedruckt werden können, noch zum Einsatz? Also ein ganz großes Segment ist für uns der Outdoor-Bereich, Outdoor-Jacken, Taschen, Rucksäcke, auch Schuhe, Einlegesohlen in Schuhen, aber auch sozusagen im Gesundheitsbereich Neoprenbandagen, aber auch Tauchanzüge. Also alles, was im Sport eigentlich eingesetzt wird, Fitnessbekleidung, das ist das, wo wir zur Stelle sind und mit unserem Know-how auch gute technische Lösungen präsentieren können. Auf der diesjährigen ISPO lag der Schwerpunkt beim Wintersport. Aber auch Skater zeigten in der Halfpipe oder auch am Boden ihre außergewöhnlichen Künste auf neuen Sportgeräten. Und hübsche Mädels machten bereits einen Vorgeschmack auf den nächsten Sommer. Und der kommt bestimmt.